Hallo zusammen zu einem neuen kurzen Video. Wir sind heute wo unterwegs? Im Emsdeckener Fell, Naturschutzgebiet. Genau, das ist eine alte Moorfläche, ein Hochmoor und ja, hier geht ein Rundwanderweg. Einmal rund ums Moor, quer durch. Ist richtig schön hier, oder? Ja, sehr schön. Wir haben schon viele Tiere gesehen. Genau, davon zeigen wir jetzt mal ein paar kleine Eindrücke. Zuerst sind wir aber mal auf einen Aussichtsturm gestiegen, um uns von oben einen ersten kleinen Eindruck der Gegend zu verschaffen. Es war ganz schön, hatten eine recht schöne Aussicht von oben und als es dann wieder runterging, dann ging es auch direkt rein ins Moor. Es hat nicht lange gedauert, dann ließen sich die ersten Tiere sehen, wie dieser kleine Hase hier, der ja, Freudensprünge machte. Auch ganz viele Rehe waren zu sehen, sind wir sogar sehr, sehr nah rangekommen. War richtig schön, wir konnten die sehr lange beobachten, sind dann ein bisschen weitergegangen, haben eine erste kleine Pause gemacht. Direkt am Moor gab es eine schöne Bank, da haben wir uns eine Weile hingesetzt. Als wir dann weitergegangen sind, haben wir überall weitere Tiere gesehen, wie diese Gänse hier zum Beispiel. War auch richtig schön, die zu beobachten. Sind dann im weiteren Verlauf des Weges an einer Beobachtungshütte vorbeigekommen. Da kann man Vögel beobachten. Wir sind leise rein, haben dann tatsächlich auch sogar was gesehen. Ja, vor der Hütte, da tummelten sich ein paar Nilgänse, ein Fasan haben wir gesehen, ein Reiher konnten wir dabei beobachten, wie er gerade eine Maus gefressen hat, ein paar Hasen hoppelten da auch rum. Ja, war richtig schön, auch für Kinder ist es richtig schön gemacht. Es gibt eine Infotafel, da kann man gucken, was man theoretisch für Vögel alles entdecken kann. Sehr zu empfehlen, dort ein Besuch. Übrigens gibt es hier überall ganz viele Störche. Weiß nicht, dahinter uns auf der Wiese. Wie viele sind da? Oh. Einige. An Kuhweiden vorbei sind wir dann weitergelaufen zum Startpunkt der Wanderung. Und dabei folgte eigentlich das allerschönste Erlebnis der ganzen Tour. Plötzlich standen links neben uns im Gras einige Rehe, eine Ricke mit ihren drei Jungen tatsächlich sogar. Es war richtig schön. Leider ist es mir nicht gelungen, die so gut zu filmen, aber ein paar ganz gute Fotos sind mir, glaube ich, gelungen. Ja, in dem kleinen Tümpel da hinter mir gibt es ganz viele Kiebitze. Die sehen richtig witzig aus, machen auch schöne Geräusche. Ich weiß nicht, ob man es im Video hören kann. Mal ein paar kleine Bilder davon. Unsere kleine Tour durchs Moor war dann fast schon wieder vorbei. Zum Abschluss hatten wir noch das große Glück und konnten einen Milan beobachten, beziehungsweise einen Brachvogel, der die ganze Zeit einen Milan in der Luft attackiert hat. Das sah auch recht spektakulär aus. Ja, uns hat es hier richtig gut gefallen. Wir hoffen, euch hat das Video auch gefallen, oder? War doch super. Es war super schön, jetzt wird es aber ziemlich heiß und schwül. Genau, es ist 11 Uhr. Wir sehen zu, dass wir nach Hause kommen, noch den Grill anwerfen und sagen nochmal Tschüss. Tschüss.